Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Farming Week. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute mal ganz schnell aus dem Auto. Nicht viel Spektakuläres passiert. Fahren wir am Roggen vorbei. Das Einzige, das Spektakulärste war eigentlich heute Nacht. Wir hatten 5 mm und da tröpfelt noch ein bisschen. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Angekündigt sind 10 bis 20. Glaube ich aber nicht, ne? Da bin ich gespannt. Drücken wir mal die Daumen, ne? Dass da noch ein bisschen mehr runterkommt. Muss immer kein Unwetter sein, aber so wie heute Nacht, das war über Stunden. Über 5 Stunden kamen die verteilt, jede Stunde einen Liter, ist was Schönes, ne? Ja, ich fahre gerade ganz entspannt, zack, 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 hinter Jens hinterher. Der hat sich nämlich den Anhänger geschnappt. Ich habe ja vor ein paar Farming Weeks gesagt, dass ich Bock hätte, dass wir uns so einen kleinen Maßstab Hühner halten. Jetzt überholen wir den mal, wenn wir können. Na, logisch. So, hallo Jens. Der fährt gerade zu mir privat nach Hause. Da habe ich noch vom Holzunterstand. Wir haben vor 2 Jahren einen Holzunterstand gebaut, weil wir ja damals uns noch für einen Kamin entschieden hatten. Was eine sehr gute Sache ist. Damit kriege ich im Winter das Haus ja gut beheizt, kann man sagen. Vielleicht noch oben ja bei den Kinderzimmern ein bisschen nachheizen. Da habe ich aber noch Bohlen über und die will ich für die Hühner nehmen. Deswegen kommt Jens jetzt mit dem Traktor, denn die sind glaube ich 6 Meter noch was. Die bekommen wir nicht auf dem Baumarkthänger rauf. Ne? Das ist ein bisschen lang, das guckt ein bisschen rüber. Deswegen ist Jens jetzt unterwegs. Ja, was ansonsten passiert? Roggen haben wir ja beendet letzte Woche mit Fungizid. Weizen hatte ich angefangen. Kam halt dann ein bisschen Wind dazu gestern und dazu kam jetzt halt der Regen, wo wir dann halt doch lieber den Niederschlag nehmen, ne, für die Felder. Ja, wir müssen mal schauen, was die Woche noch passiert. Genau, weil hatte ich gerade noch gehabt, einen Termin. Da können wir auch die nächste Woche mal hinfahren. Es war ja ein Strommast bei uns kaputt. Weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Da ist vielleicht der ein oder andere mal hängen geblieben. Ich warte nicht, aber ich sage euch nicht wer. Und da muss halt ja der Strommast repariert werden. Da hatte ich gerade ein Treffen gehabt mit jemandem vom Leitungsbau. Geht leider durch den Raps durch. Ich habe aber gerade ihm noch, wir haben uns gerade am Feld getroffen, so weit filme ich halt nicht mit. Ne? Und dann haben wir halt geguckt, was der beste Weg wäre dahin, dass er mir nicht so viel kaputt macht, ne? Die Fahrgasse denn lang. Und da können wir mal gucken, wenn wir das zeitlich schaffen, dass ich euch das mal zeige. Die legen nämlich Stahlplatten einmal aus, den ganzen Weg. Das sind, glaube ich, jeweils 6 Meter Platten. 1,80 breit müssen sie 2 nebeneinander legen, 3,60. Und ja, da müssen sie halt den Masten wirklich unten nehmen. Sie einmal, ist eigentlich nur eine Strebe, die kaputt ist. So eine Querstrebe, aber trotzdem wird wohl unten jetzt alles ausgetauscht. Den haben sie die letzten Wochen oder Monate, sagen wir mal eher, schon mit Stahlseilen gestützt gehabt und Autofahren hier nebenbei. Und der wird jetzt wohl dann wirklich mit einem Kran komplett hochgehoben und unten wird alles saniert und dann wird der halt wieder raufgesetzt. Ziemlich spannend. Mal gucken, vielleicht schaffen wir zeitnah da mal hin. Nehmen wir das mit in die Farm irgendwie. Wenn nicht, auch okay. Ja, Leute, schauen wir mal. Heute ist Dienstag, für die, die mal ein Datum haben wollen. Und wir sehen uns später wieder. Tschüss. Servus, Leute. Da ist er wieder. Mittlerweile Donnerstag. Ich habe ein bisschen was im Büro zu tun, deswegen stehe ich hier oben. Aber ich habe, wie gesagt, aus meinem Büro immer die geilste Sicht auf alles. Ne? Ich habe jetzt Jens rausgeschickt, noch, noch mit den letzten Weizen jetzt mit einer Fungizidbehandlung. Angesagt ist bei uns auch, dass wir morgen wohl ganz starke Unwetter mitbekommen sollen. Also, weil wir morgen gelesen, nordamerikanische Verhältnisse. Man muss mal gucken. Ich glaube, in manchen Regionen, da drücke ich euch die Daumen, dass das nicht so dolle ist. Bei uns meistens nicht ganz so doll. Hoffen wir es, ne? Gerade wenn ich das ausspreche, dann ist es wahrscheinlich so. Da. So, Spritze fährt raus. Jens macht nochmal 11.000 Liter jetzt. Denn nächste Problem ist auch, das wird nachmittags, ist jetzt so früh um 7 gerade. Nachmittags, 8.15 Uhr. Nachmittags ist halt einfach viel zu warm mittlerweile. Ne? 29 Grad soll es heute Nachmittag werden. Ich sag mal, bis 25 Grad können wir, müssen wir aber nicht. Deswegen gleich morgens raus, gleich vollhauen und Feuer frei. Ne? Wir gucken mal, wie gesagt, Frau Farming und ich haben ja wieder was zu tun. Mein Tisch, das wird immer mehr mittlerweile. Hat sich schon Frau Farming gedacht, sie macht mir eine Postmappe, wo auch einiges drin ist. Muss halt auch mal sein, ne? Da nehme ich euch aber nicht mit, sondern wir sehen uns später wieder. Bis gleich. Moin Leute, lang nie wieder gesehen, ne? Heute mittlerweile der 25. Die letzten Tage war nicht so viel. Mal kurz hier die Fenster runter machen. Stehe gerade am Weizenfeld, denn hinter mir seht ihr schon fahren. Die Spritze war gerade kaputt, habe die Kamera leider nicht mitgehabt, ne? Da seht ihr es. Da fahren die Jungs gerade raus.
Jens ist nämlich gerade spritzen und an der Spritze vorne an der Pumpe ist eine Überwurfmutter dran aus Plaste. Das Ding ist gebrochen und wir haben leider Gottes einige Liter verloren von der Brühe. Können wir jetzt leider nicht ändern. Ist jetzt erstmal alles mit Kabelbindern gefixt. Müssen wir schauen, ne? Die letzten Tage war halt nicht viel los. Wieder mal Havarie bei uns zu Hause. Sohn Fieber, Freitag aus dem Kindergarten abgeholt. Der hat so eine Infektion im Hals-Rachenraum gehabt. Konnte nicht richtig schlucken. Was soll ich sagen? Heute Hochzeitstag. Vor Farming 4 Jahre. Gestern Abend hat die Pia das anscheinend auch bekommen. Auch Fieber. Wieder zurück. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir heute Abend noch essen gehen. Ne? Wir sind ja, wie gesagt, in der letzten Behandlung. Ist ein bisschen Kornblume durchgegangen, wie man sieht. Ne? Jens fährt da hinten jetzt irgendwo erstmal übergangsweise mit dem letzten Mittel. Letztes Feld auch. Ein bisschen Mehltau jetzt doch aufgetreten. Ne? War eigentlich absolut sauber. Jetzt sieht man doch schon oben in den oberen Brettern, dass sich da Mehltau bildet. Immer nicht ganz so geil. Geht auf den Ertrag. Ne? Weniger Photosyntheseleistung. Und wollen wir nicht, deswegen nochmal eine Abschlussbehandlung, ne? Dadurch kann halt passieren, Schmachtkörner, nicht richtig gut ausgebildete Körner, ne? So viel dazu. Ich wollte mit euch eigentlich noch rüber zum, na sagt Anja, zu den Platten, die sind gelegt im Raps. Müssen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Ich glaube, das Video wird eh erst nach Herrentag irgendwie Samstag oder Montag fertig, Leute. Ist halt gerade wieder so, wie es ist, ne? Ich sag mal einfach bis später. Tschüss. So Leute, nochmal kurzer Nachtrag. Gerade beim Händler gewesen, konnte so ein Ding nochmal abholen. So sieht das Teil aus. Ist in der Mitte einmal komplett weggebrochen, ein Stück. Also bestimmt so eine Daumenbreite ist komplett raus. Schlauch ist abgeflogen, ne? In dem Moment. Und das war dann. War auch nicht so richtig zu stoppen, weil ihr seht, das ist ein recht großer Schlauch gewesen, ne? Wie gesagt, erstmal mit Kabelbindern repariert. Das funktioniert. Wir kriegen die letzten 2000 Liter raus jetzt. Ihr wisst, morgen, Männers, wünsche ich euch schon mal einen guten oder ja, erfolgreichen Herren-, Vater-, Männertag, wie ihr das nennen wollt. Ne? Oder Pfingsten einfach. Wir machen eine Kajaktour. Vielleicht nehme ich eine Kamera mit. Ne? Vielleicht, ich mache mit drei Kumpels und ich machen mal eine kleine Kajaktour. Wollen ein paar Kilometer einfach ein bisschen vor uns hin paddeln. Vielleicht nehme ich es mit, vielleicht nicht. Werdet da sehen, ne? Und dann heißt das, Montag reparieren wir die Spritze. Jens kann auch spülen fahren damit und dann passt das. Weil morgen ist Brückentag, ne? In so einem Männerbetrieb braucht keiner freitags antanzen. Leute, bis zum nächsten. So Leute, da sind wir. Herzlich willkommen, Herrentag 2022. Mit dabei, ein paar Meter links von mir, mein ehemaliger Mitbewohner und Trauzeuge Patrick. Da hinten ist Chris und da hinten haben wir den Martin. Und da haben wir den Martin verloren. Wir haben es gefühlt, also losgefahren sind wir bei der Brücke da. Wir haben es jetzt, glaube ich, 12 Uhr mittags. Moin! Ah, da könnt ihr euch vorstellen, wie weit wir gekommen sind, ne? Ich glaube, das wird dir nicht viel Filmmaterial geben. Herrentag, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob. Wir waren nämlich schon mal in Berlin, haben da schon mal Herrentag gemacht. Die Berliner kannten das nicht, also viele nicht, ne? Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob bei euch Herrentag zelebriert wird, ne? So richtig mit Bollerwagen und weiß ich, was dazu gehört, ne? Schreibt das mal rein. Wir machen eine kleine Tour. Wir haben hinten bei mir im Kajak noch einen Grill drin, ne? Bratwürste. Nachher werden wir irgendwo Halt machen, wo wir einen Mülleimer haben, wo wir alles entsorgen können, vernünftig, ne? Und dann schauen wir weiter, ne? Da kommt Martin endlich. Der braucht ein bisschen länger. Bis gleich.
Moin Leute, nach längerer Pause doch mal wieder da, ne? Kurzes Statement, warum? Zum einen viel Zeit mit der Familie, zum anderen auf Arbeit im Büro zu tun, wo ich nichts mitfilmen konnte, ehrlich gesagt. Also da war jetzt nichts Spannendes, wo ich sah, da müssen wir unbedingt die Kamera raufhalten, ne? Und zum anderen habe ich dadurch natürlich Jens so rausgeschickt und selber halt keine Aufnahmen gemacht, ne? Das dazu. Das ist bei mir aber immer so, ich mache einmal im Jahr zum einen so einen kleinen Social Media Detox. Meistens passiert das Richtung Juni, ne? Weil im Juni ist bei uns eh nichts mehr los als alte Ackerbauern, ne? Und zum anderen irgendwie brauche ich das, ne? Ich ziehe mir dann zurück, egal ob Instagram und wie die ganzen Plattformen, Twitch und alles heißen. Und dann seht ihr mich halt mal für ein paar Wochen nicht. Das ist das Schöne, wenn man das nicht beruflich macht, sondern wenn das einfach nur Hobby ist. Tut mir leid für euch. Tut mir natürlich leid für euch. Ihr kriegt damit weniger Content, aber ich denke auch das überlebt da, ne? Die aufmerksamen Zuschauer werden sehen, hier fehlt was, ne? Hier fehlt was, weil man ein bisschen Dreck hinterlassen hat. Da sehen wir, hier steht auch was, Spritze, fertig soweit, ne? Also wir sind mit den Feldern soweit durch, jetzt heißt es abwarten, ne? Gerste wird schon langsam gelb, vielleicht schaffen wir das nächste Woche nochmal. Wir fahren noch in den Urlaub, vom 13. bis 27. sind wir 2 Wochen weg. Da werdet ihr definitiv nichts bekommen, ne? Weil ich habe keinen Laptop, mit dem ich schneiden kann. Ich habe Urlaub. Also der Juni wird nochmal ruhig werden, ne? Aber soweit auf den Feldern sind wir durch. Ist auch schon sauber, wie ihr seht. Spritze ist schön, ja, ist innen drin gespült. Filter haben die Jungs ausgebaut und auch das Gestänge ist alles schön sauber, ne? Das heißt jetzt abwarten, Pflanzenschutz erstmal durch, ne? Überladewagen ist vorbereitet. Wir können ja mal so ein bisschen rumgehen. Drille müssen wir uns noch vornehmen. Da hinten, das ist ja, Bodenbearbeitung ist soweit durch. Anhänger werden jetzt schon langsam zusammengeschoben. Und hier seht ihr eine schöne Sache, denn der geht nächste Woche am 7. nach Pfingsten, geht der hier in eine Winterwartung. Und der Jens hat sich den gestern, wo ich schon wieder im Spreewald rumgetingelt bin, weil ich einen Umzug fahren musste, hat er sich den vorgenommen und einmal abgekerchert. Deswegen ist oben auch der Bunker auf, damit das halt mal so richtig trocknen kann. Der geht dann endlich in die Winterwartung, ne? Ein paar Sachen müssen gemacht werden. Gibt auch eine Rückrufaktion, die wohl 20 Stunden dauert von Klaas. Da muss am Dreschkopf was, ja, geflext werden, was gefeilt werden, was gemacht werden. Da muss er auch noch durch. Und die Jungs, wunderschönen guten Morgen, tauschen gerade Messer, ne? Also wir hatten ja eh ein, zwei kaputte. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, alle zu tauschen. Machen wir uns ganz einfach, ne? Ihr seht ja, die sind jetzt in... Ja, haben 2 Ernten durch jetzt und wir haben uns gesagt, ha, 2 Jahre noch, dann geht er ja weg. Das ist ein Mietsystem. Deswegen hat man hier, ich zeige euch mal, wo das versteckt ist. Chat, Leute, guckt mal hier, hier ist so ein kleines Fach, da sind die drin, ne? Andere Seite auch. Haben wir hier nochmal kompletten Messersatz neu, ne? Und ganz einfache Nummer bei dem Drescher, ihr löst hier vorne die beiden, die 17er, ne? Das hängt eigentlich hier drinne und könnt dann diesen ganzen, jetzt haben sie Finger drin, wenn ich jetzt dran ziehe, ist doof, ne? Könnt diesen ganzen Messerbalken einmal rausziehen am Stück, ne? Das gleiche drüben. Hier ist noch das Problem, da ist eins abgeschert. Das guckt jetzt natürlich ein bisschen hoch und wir kriegen den Messerbalken nicht rausgezogen, ne? Hier das gleiche Spiel. Hier könnt ihr das sehen. Hier ist es schon draußen, ne? Hier als ein Stück rausgezogen. Da könnt ihr mal bis nach vorne gucken. Raus. Da, nee, warte mal. Hier liegen sie. Hier einmal neu, einmal alt. Neue rein, fertig. Machen wir uns dieses Jahr mal sehr, sehr einfach. Ne? Müssen wir mal gucken. Schneidwerk muss noch getestet werden. Das Ding hat ja letztes Jahr, da hat ja irgendjemand so einen großen, ja, nicht natürlichen Stein reingeworfen ins Feld, ins Vorgewände. Den habe ich gefressen an der Schnecke und die Schnecke hat einen richtigen Treffer gekriegt. Da wollen sie noch mal gucken, ob da alt rund läuft. Ich sag mal ja, da war nichts, was wir. Also ich denke nicht, dass der da die Schnecke raus muss oder irgendwas eine Unwucht hat. Hoffen wir, ne? Ja, so viel dazu. Anhänger sind vorbereitet. Wir können ja mal reingehen, Leute. Na komm. Ziehen wir durch, ne? Ungeschnitten YouTube. Einmal durch hier. Und genau, Herrentag Kajak. Da liegt es. Rasenmähertraktor. Gestern Abend war ich mit Basti, hab keine Kamera mitgehabt, ne? Ah, falscher. Kriegen wir jetzt kein Licht rein hier. Geht auch so. Rasenmähertraktor. Bremse. Dranne. Liebe Leute. Könnt ihr das sehen? Hier oben eine Schraube durch.
Hier die Backen, hier Scheibe, gestern noch angebrutzt, guck bitte nicht. Hier die Schweißnaht bin ich recht zufrieden, aber die sieht nicht so gut aus. Wir gucken, wie weit das Ding überhaupt fahren tut, ne? Bevor es auseinanderfällt. Und Halle geht es jetzt auch weiter. Vorbereitung, hier ist noch der letzte Dünger. Da ich noch einen Tipp bekomme, da müssen wir mal gucken, was wir noch Folie noch mal rüber kriegen. Das soll doch ja schon Wasser ziehen. Ne? Dann geht es weiter. Halle einmal komplett leer. Halle einmal erst auspusten. Da ist unser großer Kompressor, der noch schnurrt wie ein Kätzchen. Das Ding haben wir ja letztes Jahr ein bisschen überholt. Einmal komplett auspusten, alle Hallentore auf. Zack, zack und zack. Und danach nochmal mit dem Radialbesen durch. Letztes Jahr haben wir sie ausgekerchert. Werden wir dieses Jahr nicht machen. Kercher brauchen wir nicht holen. Hier hinten wollen wir ja ein bisschen Getreide einlagern. Ne? Sieht man ja, die Platte hatten wir ja immer neu gemacht letztes Jahr. Hier vorne nicht. Hier vorne soll aber auch kein Getreide hin. Ja, alles einmal komplett sauber. Und dann haben wir hier wieder Platz, um hier ein, zwei Tonnen kriegen wir rein. Ne? Leute, ihr seht ja, wie verloren hier der HW80 drin ist. Nächste Woche Dienstag, Pflanzenschutzkanister, deswegen liegen sie schon, Annahmestelle, die werden ja, letztes Jahr, ich muss das wiederholen, wir machen jetzt schon ein Jahr lang YouTube, ne? Einmal im Jahr könnt ihr zu irgendeiner Annahmestelle fahren von Pamira und könnt die abgeben, weil die müssen natürlich fachgerecht entsorgt sein, die sind gespült, also da kannst du, ich würde jetzt nicht mit der Zunge rangehen, soweit sage ich euch das mal, aber ja, die sind komplett sauber, die sind gespült. Und die werden dann einmal in einen Container reingeworfen und dann sind sie weg. Ne? Kostet uns kein Geld, dafür haben wir es fachgerecht entsorgt. Ne? So viel dazu. Der geht Dienstag in eine Wartung. Dienstag Dröscher auch. Und der hat hinten noch ein Hydraulikproblem. Ey, seid auf dem neuesten Stand. Ne? Ich guck mal, dass ich das noch zusammengeschnitten bekomme, die Tage. Ihr seid jetzt aktuell neuester Stand, 3. Juni, Leute. So, Leute, wieder kurzes Lebenszeichen. Und ihr seht das richtig. Hier auf dem Lexion, holen wir mal die Leiter rein, ne? Dienstag nach Pfingsten, erster Arbeitstag und das Ding geht rüber in eine Winterwartung endlich, ne? Wir fahren den jetzt ganz schnell rüber, ganz unspektakulär, ne, im Livestream mit. Kann immer noch allen empfehlen, ich blende das hier mal ein, wenn ihr bei sowas auch dabei sein wollt, ne? Kameras laufen meistens mit, einfach bei Twitch mal vorbeizuschauen, ne? Werft das jetzt hier an und dann sollte das auch eigentlich laufen. Wie gesagt, wir fahren den nur rüber, der bleibt dann die nächsten Tage da. Da wird alles durchgeschaut, alles repariert, was noch zu reparieren ist oder muss. Und dann gucken wir weiter, ne? Wir werden uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Bis gleich. So, Leute, da sind wir angekommen im Klaas-Fan-Paradies, ne? Wenn wir uns hier mal so umgucken. Von 850er bis, ich glaube, wir waren 67 hier, noch eine ältere Maschine. Hier ist unser, der dieses Jahr zum Glück nicht viel hat. Ich glaube, am Einzug müssen sie was machen. Da ist an der Kette was kaputt. Und ich weiß, sie haben eine Rückrufaktion, aber ansonsten ist bei uns nur dieses Standardzeug, was halt gemacht werden muss in Erwartung. Ne? Und Häckslermesser zum Beispiel hinten machen wir selber, da können wir selber tauschen. Ja, jetzt, die haben wir jetzt bestellt und die kommen dann. Ne? Ja, so viel dazu. Ich sag mal so, so wie die Gerste aussieht, haben sie bei uns noch 3-4 Wochen Zeit. Ich denke eher so 4 Wochen, dann wird das aber auch losgehen. Hier, ne? Langsam kommt Vorfreude, wo wir jetzt die erste Fahrt hatten, sage ich mir, kann jetzt auch losgehen. Ne? Das wird zwar wieder Arbeit ohne Ende, aber das macht jedes Jahr aufs Neue Spaß.